Mann an Deck! Es geht los! Wir werden heute den Fernkämpfer Bild starten! Monster! Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Monster Merch und wir fangen heute neu an. Die Regel ist, wir machen nur Fernkämpfer und, meine Freunde, wir müssen halt mal sehen, wie gut wir da durchkommen. In diesem Fall ist diese Spielversion etwas modifiziert worden von mir, das muss ich ganz klar vorher sagen. Sonst wäre das zu zeitintensiv, weil wir werden jetzt sehr viele Fernkämpfer brauchen und ja, ich muss praktisch immer farmen. So, das überlasst mal mir. Wir gehen rein und bauen jetzt erstmal nur einen Tank. Ich habe mir noch einen Spin vorhin abgeholt, auf ganz entspannt. Wir gehen jetzt erstmal rein und... Ach, Leute, ey, das sieht... Also, das ist so chillig, Digga, das erste Level, auf ganz entspannt. So, wir fangen natürlich an, uns ein paar Fernkämpfer fertig zu machen. Wir brauchen jetzt erstmal einen G. Und wir werden heute nur einen einzigen Tank bauen, nach Möglichkeit. Ich werde mein ganzes Gold aufsparen, alles Mögliche, nur für Fernkämpfer. Und alles andere, also wenn wir halt, wir sammeln ja automatisch Ace ein, ne? Tanks machen wir dann halt so. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den Fight, auf ganz entspannt. Oh Leute, guck mal, ne? Da macht das Spiel noch so viel Spaß, so entspannt. Und dann geht's nachher anders rein, ne? Wir wissen alle, wie es ist. Also Level 50, wer es noch nicht gesehen hat, das war das absolute Endlevel, was ich jetzt gesehen habe in diesem Game. Das war wirklich, wirklich gottlos. Da waren 4 X'e und 4 F's. Weiter hat es, glaube ich, noch niemand auch aus der Community geschafft. Scheiße, wir haben ja einen liegen lassen, das war nicht so gut. Aber Freunde, ich mache es mir zur Aufgabe, euch zu zeigen, was dahinter kommt. Ob es überhaupt noch was dahinter geht und das Spiel durchgespielt wird, das werden wir alles sehen. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen dicken Tank machen. Der ist super wichtig. Und ja, es fängt hier halt schon an. Ne? Wir haben keine Fernkämpfer. Es ist alles ein bisschen Rants. Das D macht jetzt hier den Rest. Und tschüssing. Ja, das war's. So. Also durch die Levels kommen wir erstmal relativ so chill. Sobald wir nicht mehr weiterkommen, fange ich an zu farmen. Und wenn ich erstmal farme, deswegen mache ich es auch jetzt noch nicht, werden wir höchstwahrscheinlich mit so zwischen 200 und 500 Fernkampfeinheiten einsteigen. Und ich werde dann bei Bedarf natürlich immer neue basteln. Deswegen, also durch die Ace und so, wird das jetzt hier erstmal alles erledigt. Hier haben wir schon den nächsten Fernkämpfer, den wir uns direkt reinnehmen, 710, ne? Ihr habt aber auch, also ihr merkt auch die Einschläge nicht mehr, ne? Was ist das, Mann? 710! Ich krieg für einen Win. Wir gucken kurz. Was krieg ich für einen Win? 700. Danke für nix, by the way. Ich guck doch keine Werbung, Alter. Bist weich? Wir haben eine Lucky Box. Ich mache jetzt einfach mal ganz schnell auf. Ein paar Prizes haben wir bekommen. Wir werden auf jeden Fall hier die Werbung nicht mitnehmen. Das lohnt sich für mich nicht. Also so meine Zeit, ne? Die ist als YouTuber natürlich immer so ein bisschen begrenzt. Ich muss ja auch noch andere Kanäle aufnehmen und so. Reactions sind heute auch noch dran. Deswegen müssen wir uns... Nein! Oh, Bayern! Das war knapp. Und wir kommen mit 5 weiteren Units rein. Das ist gut. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall die Möglichkeit, ein weiteres G zu machen. Und wir haben jetzt einen J. Und der Typ hat schon lange einen J, ey. Ganz ehrlich, Bro! Nee, das lasse ich mir auch einfach nicht mehr gefallen, Digga. Ich sag, wie es ist. Wir banken gleich richtig rein. Ist mein Ernst. Der nach der Runde. Feierabend. Ich lass durchlaufen. Sehen uns in 5 Stunden wieder. Ist mein Ernst. Gott sei Dank habe ich noch genügend Denomi-T-Shirts. Ach ja. Okay, Leute. Also, bis gleich. Okay, 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 okay. Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet, meine Freunde. Und es wird krass. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Also in dieser Folge wird es wirklich gottlos, aber nicht für uns. Es wird für die Gegner gottlos. 551 Is. Ihr verdammten Gauner denkt, ihr könnt mich eliminieren? Nein, Digga, ich zeige Ihnen, wie es läuft. Ich habe richtig übertrieben. Und ich werde jetzt erstmal mit einem K kommen. Und ich glaube, weißt du was? Digga, scheiß drauf. Ich mache einfach noch ein K. Warum nicht? So, und ach, wisst ihr was? Ich mache einfach noch ein K. Wir gucken jetzt erstmal, wie weit wir damit kommen. Ich will auch nicht unser ganzes Pulver verschießen, weil wir haben am Ende des Tages auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich bin jetzt aber mal genauso wie die in Level 50, Digga, wo der Gegner sich so denkt, Junge, was ist das denn? Und ihr seht ja, ich habe ja sogar noch ein paar Nahkampf-Units hier. Die werde ich auf jeden Fall auch direkt mal zünden. Da machen wir nämlich nochmal ein paar Ds hier auf ganz entspannt. Na, das
das Wort, Leute, das Wort. Soll ich euch mal sagen, was das bedeutet? Dead. Der Gegner ist dead. Und genauso gehen wir da jetzt rein. Der kann machen, was er will. Ich nehme den hier so auseinander. Das Wort dead beschreibt ganz genau, was wir jetzt mit den Gegnern machen. Und wir kommen ja auf Easiness durch. Auf Easiness. Was ich meine? Okay, ich hab ein bisschen übertrieben. Ich werde aber auch verrückt bei dem Spiel, weil es ist einfach unfair, ne? Was die da machen. Und jetzt mache ich das andersrum. Jetzt bin ich unfair, Leute. Und ja. Wichtig. Da können wir nichts machen. Oh, yo! Oh mein Gott! Das war der größte Betrug in der Geschichte der Betrüge, Mann. Hä? Manno. Ja, gut. Also, ich will jetzt mal gucken, wie weit wir kommen, wenn wir einfach jetzt so laufen wie bisher. Ich habe jetzt... Wie viel habe ich investiert so? Ist auch egal. Ein bisschen auf jeden Fall. Die können da nichts machen. Und wenn die meinen, die müssen hier wieder irgendeinen auspacken, Junge, dann packe ich wieder aus. Weißt du, ich mein? Und so geht das die ganze Zeit. Oh, nö, ne? Ja, 9 sind okay. Ich nehme den Schlüssel auf jeden Fall nochmal mit. Wenn jetzt hinten noch ein paar Ace kommen und so... Oh, nice, Alter. Jetzt auf Schmatzerbasis, Leute, gehen wir durch. Und mit 11 steigen wir in den Ring. Und es wird immer brutaler. Die Jungs haben bald keinen Bock mehr. Wir lassen das genauso und stacken alles. Ich werde nichts tun. Ja, auf jeden Fall ein paar Ace am Start. Das könnte ein bisschen knapper werden, denke ich. Aber meine Fernkämpfer... Ja, die rasieren auf jeden Fall komplett rein. Sieht man auch. Und tschüss. Und da hinten... Oh ja, fühlt sich das gut an. So, dann haben wir hier noch eine Lucky Box. Die würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich fange mal hier an, da an, da an. Also ist eigentlich egal, weil die Moneten, ganz ehrlich, wir sparen die einfach. Wir können die Moneten theoretisch ja für Frontkämpfer ausgeben, aber das mache ich nicht. Weil ich möchte halt ein Fullbild gehen. Wir müssen halt bedenken, Level 50 wartet 4x F auf uns. Das heißt, wir brauchen 4000 Units. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, das zu erreichen. Aber wir sollten da auf jeden Fall, denke ich mal, durchkommen. Okay, die Brücke hier passt. Ja, was, ah, es fängt schon wieder an, ne? Es fängt schon wieder an. Dieser Scam-Betrug hier. Okay, wir gucken mal. K, J. Also ich lasse jetzt erstmal einfach laufen. Wie weit wir halt damit auch kommen. Ich könnte natürlich die Fankämpfer jetzt auch noch ordentlich pushen, aber ich habe hier halt zu viele Truppen erstmal vorne. Und das Wort dead beschreibt es hier ganz gut. Die Gegner sind aktuell immer noch tot. Falls ihr eine Idee habt oder falls ihr besondere Wünsche habt, was wir mal testen sollen, auch als Experiment, vielleicht ein ganzes Feld voller F. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube sogar, das geht nicht. Also ich glaube, du kannst maximal 5 Stück machen oder so. Aber falls ihr halt sowas mal im Sinn habt, ihr wollt sowas gerne mal sehen, sagt natürlich Bescheid. Ich probiere umzusetzen, was geht. Nehme die Idee natürlich mit für ein Video. Und was ist das hier? Oh, ein M, Digga. Das könnte wild werden. Wir müssen mal gucken, wie es aussieht mit so einem dicken Tank, ne? Jetzt fühle ich mich ein bisschen so wie der Gegner, aber er muss halt wirklich viele auch töten, ja. Er kommt trotzdem nicht weiter. Wir machen das M hier mit unseren Case direkt weg. Und so eine Backline zu haben, ist ganz schön nice, ne? Kann der Gegner nämlich nichts machen. Ist genauso wie bei mir. Ist so. Ja. So fühle ich mich. Wenn ich das M habe, denke ich, bin OP. Dann kommt der Gegner mit sowas um die Ecke. Ich denke, wir werden halt mit Level 50 als Range-Bild, also ne, Fernkämpfer, werden wir, glaube ich, auch durchkommen. Also auf ganz entspannt. Oh, das war knapp. So, wir sind auf jeden Fall schon Level 10. Das ist ja ganz gut. Wir kommen safe voran. Und, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen ekelhaft. Ich lass erstmal laufen. Es ist wichtig, dass wir das Ding laufen lassen. Und schrittweise hochstufen, weil sich das einfach besser anfühlt. Ja, ja, das schaffen wir tatsächlich dieses Mal nicht. Sehr schade eigentlich. Hätte ich gedacht, dass es knapper wird. Auf zu lachen. Aber ja. Dann weiß er ja, was gleich passiert, ne? So, rein da. Der Spin ist noch nicht ganz fertig. Ich denke, in der nächsten Runde können wir uns den Spin mal ziehen. Wir nehmen noch ein paar Units mit. Ich hoffe, dass wir hier vielleicht mit so, weiß nicht, 10 oder so nochmal durchkommen. Boah, der Hammer, ey. Der hat mich da gerade so richtig verfolgt, ne? Guti, ja. Wir kommen sogar mit 14 Units rein. Alter, nice. 14 Einheiten? Krass. Okay. Wir pumpen das ganze Ding mal ab. Ich werde mal... machen. Wie stark ist denn das M eigentlich? Also,
M ist Unit Nummer 6. L ist Unit Nummer 5. Der hat auf jeden Fall schon 136 Damage. Und ja, M können wir jetzt noch nicht so ganz sehen. Ich werde mal, glaube ich, unsere Einheiten etwas zusammenziehen. Wir werden den Tank auf jeden Fall nochmal ordentlich verstärken. Und wie wäre es denn, wenn wir einfach 3 E's machen? 3 E's ist doch... 3 E's ist doch eigentlich ein geiler Plan, oder nicht, Leute? So, wir machen 8 Stück. 4 E's. Dann haben wir hier die Midlane. Wir machen das Ding mal zu Jay. Und wir werden jetzt natürlich nochmal ein bisschen im Range-Bereich was machen, ganz klar. Wir toppen das Ganze noch nicht. Also, wir übertreiben es noch nicht. Wir können übertreiben, wenn wir wollen. Aber wir machen es noch nicht. Ich werde auf jeden Fall 4 Ks jetzt erstmal machen. So, und dann eventuell... Ja, ich muss gerade mal gucken. Vielleicht mache ich noch ein L... Und vielleicht noch ein K. So, das wird jetzt erst nochmal ein Bild werden. Und wir gehen natürlich mit ein paar Ace noch hier rein. Und wir schauen mal, was passiert. Also das sollten wir eigentlich locker lässig gewinnen. Weil die Ace halt sehr tanky sind. Und ihr seht halt da schon, ne? Wie viel Macht ich in diesem Spiel eigentlich habe. Denn ich bin der Monster Merch Alphabet Ultra. Spieler. Profi. Der hält ihn kann. In der Lucky Box. So wie jetzt! Da war schon nah dran. Aber die richtigen 4313 befinden sich nicht da, sondern hier. Machen die das mit Absicht, dass sie dir sagen so, ey, 4313, aber du kriegst nur 4312, weil du kurz vorm Ziel bist. Was soll das? Dann hole ich mir die jetzt. Nee, ich schwör's euch, Leute, da stimmt was nicht. Will mich nicht beschweren, aber stimmt was nicht. Ganz klar. Wir nehmen jetzt erstmal den Spin mit. Okay, das sieht ja ganz gut. 216 hättest du ja auch echt sparen können, ne? Wir gucken mal, wie hart wir in diesem Level weggescampt werden. Ich denke, der Scam-Betrug ist absolut groß. 16 haben wir zwar noch. Wir warten einfach. Also, oh nee, Mann, das ist wieder eine 5. Ey, guck mal, das sind wieder minus... Oh, war das knapp. Und da ist der Scam. Ja, lecker. Finde ich nicht gut. Okay, wir lassen durchlaufen. Ich denke, Level 11 sollten wir eigentlich auch auf ganz entspannt machen. Wir haben 2 Ls. Das Ding ist easy. Guck mal, da habe ich durchgestampft wie sonst was. Ich habe hier Schlitz gemacht. Okay, ein Level gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Jetzt muss ich aber extrem fast sein. Yo, ey, das war krass. Ja, einige sind, also, ja, okay, ja, okay, okay. Okay. Hol die Fallen. Komm, hol die Fallen, mein Bester. 6 haben wir noch bekommen. Oh, die haben N. Oh, ein N. Oh, gottlos. Oh, gottlos, Digga. Oh, mein Gott. Gottlos. Gottlos. Ich fahre jetzt zum Entwickler, Leute, und verprügel ihn. Was macht ihr? Like das Video, okay? So, komm her, Alter, ich mach dich fertig! Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einer Runde Monster Merch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und checkt auf jeden Fall dieses Video hier nochmal aus. Andere Monster Merch Folge. Dickes Küsschen. Denno, out.